endlich nach Unne. Mach schon, so überwindest du deine Flugangst nie. Ich kann nicht, mir wird bestimmt schlecht. Mir ist jetzt schon schlecht. Du musst, sonst wird es doch nie was. Du bist ein Vogel. Oh, verdammt, ich hab niemand drum gebeten, als scheiß Vogel auf die Welt zu kommen. Etwas Bodenständigeres wäre mir lieber gewesen. Ich wäre lieber ein Wurm oder ein Maulwurf. Ein Maulwurf, ein Wurm. Jetzt mach schon, guck nach Unne. Oh, ich glaube, ich muss kotzen. Ich glaube, ich muss echt kotzen hier. Jetzt hör doch mal auf, so bescheuert mit den Flügeln zu schlagen. Echte Vögel kotzen nicht. Und was ist, wenn ich vergesse, mit den Flügeln zu schlagen? Hä? Was ist denn dann hier? Hier, dann geht's aber abwärts, oder? Abwärts, sag ich dir. Hä? Oh Mann, du vergisst doch nicht, mit den Flügeln zu schlagen. Wir sind Flugenden. Das ist doch ein Instinkt. Naja, Flugende. Und was ist, wenn ich einen Krampf kriege? Einen Krampf hier im Flügel. Und in beide Flügel gleichzeitig. Und dann geht's abwärts, oder? Abwärts. Oder ich krieg einen Herzinfarkt. Was ist mit dem Herzinfarkt? Hier, wenn ich da unten einen Herzinfarkt krieg, dann habe ich immer noch eine Chance. Aber hier oben, ich darf gar nicht dran denken. Ich darf gar nicht dran denken hier. Dann denk nicht dran. Hier, oh, was ist mit Turbulenzen? Löcher in die Luft. Was gibt's? Hab ich schon gehört. Was gibt alles hier? Hier, was ist, wenn wir ein Luftloch stürzen? Dann geht's abwärts, sag ich dir. Du machst mich doch wahnsinnig. Hier gibt's doch keine Luftlöcher. Kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten und einfach nur fliegen, wie jeder andere Vogel bitteschön auch? So was soll's geben? Vor Aufregung. Und ich sag dir was. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Oh, hör zu, solltest du einen Herzinfarkt kriegen oder einen epileptischen Anfall oder was auch immer, dann bin ich immer noch da, verstehst du? Ich pass auch auf, dass du nicht vergisst, mit den Flügeln zu schlagen, bitte! Ehrenwort? Ehrenwort! Da, da! Ich hab extra einen Flügelschlag lang ausgesetzt und du hast nichts gemerkt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Dacht sich so? Weißt du, was so eine Schrotladung anrichten kann? Hier, man stirbt nicht sofort. Nee. Dafür sind die Kugeln zu klein. Man stirbt ganz langsam an inneren Blutungen. Man stirbt sozusagen zweimal. Man verreckt an innere Blutung, während man zusätzlich auch noch abstürzt. Und man kriegt alles voll mit, alles. Den Treffer, die unerträglichen Schmerzen, den Trudelflug, alles dreht sich, das Leben zieht mit dem Zeitraffertempo an einem vorbei. Und dann der Aufprall, Klatsch, Blutspritz, die ganzen inneren Organe, die... Ja, sterben ist scheiße. Augenblick bin. Aber Peppi, du brauchst dich doch nicht zu verstecken. Ich weiß doch, dass du in dieser, übrigens für meinen Geschmack, erstaunlich großen Hundehütte bist und gerade versuchst, über die Treppe zu entkommen, die seltsamerweise aus weichem Käse zu bestehen scheint. Komm schon, Peppi, ich will dir doch nichts tun. Ich will dir doch nur mit diesem Fleischermesser bei lebendigem Leibe das Herz herausschneiden. Aber Peppi, wo willst du denn hin? Das führt doch zu nichts. Außer in die Kammer der 10.000 unbeschreiblichen Schrecken. Ich spüre eine Präsenz. Bist du das, Peppi? Riecht wie Angstschweiß. Du hast es so gewollt, Peppi. Ich muss dir wohl eine kleine Lektion erteilen. Oh.
als ob dein Laserschwert gewisse Probleme hätte. Du hast viel gelernt, mein kleiner Pepiborn. Aber du unterschätzt die Macht des Imperators. So ergeht es jedem, der sich der Macht des Imperators widersetzt. Aber ich habe noch eine andere Überraschung für dich, mein lieber Pepiborn. Ich bin nämlich gar nicht der, für den du mich hältst. Ich bin in Wirklichkeit... dein Herrchen! Peppi? Ah, da ist ja der kleine Racker. Hallo, Peppi. Ich bin gekommen, um dir bei lebendigem Leib das Herz herauszuschneiden. War nur ein Scherz. Bin natürlich gekommen, um mit dir Gassi zu gehen. Wo ist denn eigentlich dein Frauchen? Wo ist Frau Möwenpick? Frau Möwenpick? Huhu, Frau Möwenpick! Frau Möwenpick! Warum liegen Sie denn da auf dem Boden? Sind Sie müde? Und warum ist denn Ihr Gesicht so blau angelaufen? Und wieso liegen hier überall Ihre Herztabletten verstreut herum? Frau Möwenpick? Hä? Oh. Ach du Scheiße. Liebe Trauergemeinde, wir haben uns hier versammelt, um Eleonore Möwenpick das letzte Geleit zu geben. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und Arsch auf Eimer. Ich muss mal... Vater, das ist eine Beerdigung. Na und? Wenn ich mal muss? Mein Beutel ist bis zum Anschlag voll. Vater, jetzt zeig mal ein bisschen Respekt vor dem Tod. Respekt vor dem Tod? Wieso denn? Sterben kann jeder. Das ist nun wirklich keine Leistung. Sterben ist scheiße. Und an den Quatsch danach glaube ich erst recht nicht. Meines Wissens ist noch keiner zurückgekommen. Jetzt hau endlich ab, oder ich komme und stopf dir deinen Beutel okay, ins Maul. Okay, ich bin ja schon weg. Das ist der Dank. Da bemüht man sich zeitlebens, ein schlechter Vater zu sein, und dann ist sich die eigene Brut zu fein, einen Urinbeutel zu wechseln. Dankeschön. Danke für gar nichts. Verscharrt mich doch gleich hier, wo wir gerade mal auf dem Friedhof sind. Ja, das spart den Leichenwagen. Zieht mir eins über mit einer rostigen Schaufel und schmeißt mich auf den Müll in eins von diesen Obdachlosengräbern hier. Das ist es doch, was ihr wollt. Das ist es doch, wovon ihr heimlich fantasiert. Verehrte Trauergemeinde. Ach du Scheiße, er hält eine Rede. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, einen Toast auszugeben. Einen Toast? Auf einer Beerdigung? Nun, einen Toast auszugeben bedeutet nicht, wie vielleicht einige der hier Anwesenden ohne Abitur denken werden, ein geröstetes Frühstücksbackwerk zu verteilen, sondern, liebe Trauergemeinde, es bedeutet, während einer feierlichen Tafelrunde einen der Anwesenden durch eine kurze, präzise Ansprache der Lächerlichkeit preiszugeben. Oh Gott. Zum Beispiel Erich Möwenpick, den Bruder der Verstorbenen. Ja, lieber Erich, ich kann mich noch an deinen ersten epileptischen Anfall erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Ja, ich sehe dich noch allzu deutlich, mit all dem Schaum vorm Mund. Ich hätte nie gedacht, dass ein einzelnes Gesicht so violett anlaufen kann. Nein, Erich, Alkohol hast du noch nie gut vertragen. Ich weiß noch zu gut, wie du damals nach dem Verzehr einer Flasche Doppelkorn versucht hast, den Hund deiner Schwester zu nageln. Bei der Gelegenheit, lieber Erich, habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass du nur einen Hoden hast. Mein lieber Erich, du glaubst nicht, wie sehr ein vereinzelter Hoden das Weltbild eines heranwachsenden Jugendlichen erschüttern kann. Erich, nicht! Er ist doch noch ein kleiner Junge. Oh, oh, oh. Der Herr segne dich. Amen. Der Herr segne dich. Amen. Der Herr segne dich. Bäh. Schmeckt ja wie gekreuzigt und wieder auferstanden. Und was ist mit dem Wein? Die anderen geben immer noch Wein. Also, das ist bei den Evangelischen. Dies ist ein katholisches Gotteshaus. Ach, gibt's da einen Unterschied? Da gibt es allerdings einen Unterschied. Stimmt, ihr habt buntere Fenster. So sieht's also bei den Katholen aus. Ich spritz ab. Also, ihr seid doch die, bei denen man bei der Taufe in den Pipan schneidet, oder? Hm? Nein, das sind die Juden. Die Luden? Diese harten Zuhältertypen von der Reeperbahn? Die haben jetzt auch schon eine eigene Religion? Juden mit J! Moment mal, ich muss nachdenken. Aber ihr seid doch die, die glauben, dass Maria prall geworden ist, ohne dass Josef sie geferkelt hatte? Was? Wenn du damit die unbefleckte Empfängnis meinst, allerdings. Und während der Messe tut ihr euch nackt auspeitschen, Hühner ficken und Satanas, Satanas schreien. Das ist doch wirklich... Nein, das sind die Satanisten! Ach so. Also, die Satanisten vögeln Hühner, die Juden vögeln ohne Vorhaut, die Luden vögeln ohne zu bezahlen und die Katholen werden schwanger ohne zu vögeln. Ja, so kann man sich das merken. Krieg ich noch einen von den Jesus-Chips? Raus! Nein, ich werde ihn nicht nur töten. Jedenfalls nicht so schnell. Ich werde ihn langsam zu Tode foltern. Ich wollte doch bloß ein bisschen die Atmosphäre lockern. Das war ja wie die reinste Beerdigung. Das war eine Beerdigung. Kein brasilianisches Tuntentreffen. Hä? Ein epileptischer Anfall, eine Schlägerei, ein Herzinfarkt. In der Nachbarschaft sind wir erledigt. Aber ich weiß genau, was ich tue. Ich treibe ihm glühende Büroklammern unter die Fingernägel, die ich vorher mit Tuberkulosebakterien infiziert habe. Aber vorher nagle ich noch seine Zunge an eine Eisenbahnschwelle für Hochgeschwindigkeitszüge fest. Erst dann, ja, erst dann werde ich sein Herz essen und seine Gebeine zermalmen mit einem Vorschlaghammer aus Gosseisen. Und schließlich werde ich sein Knochenmehl in alle Winde verstreuen, auf dass kein Zeugnis mehr von ihm sei, auf immer da. Ich falle nicht mehr unter eure erzieherische Aufsicht. Ich kann nämlich neuerdings unanieren. Das macht mich sozusagen volljährig. Hier, das ist ein Foto von meinem ersten Samenerguss. Bäh, du altes Ferkel. Sag mal, können wir ihn nicht einfach aus dem Wagen schubsen und gemeinsam aussagen, es war ein Unfall? Ich könnte eventuell überleben und euch alle in den Knast bringen. Da ist was dran. Er ist zäh. Sag mal, wo ist eigentlich der dämliche Köter, den Frau Möwenpick uns vererbt hat? Der ist vorschriftsmäßig angeleint. Ah, toll. Jetzt habe ich also einen debilen Sohn, einen senilen Großvater und einen dämlichen Hund. Moment mal. Wo ist eigentlich Großvater? Aua, 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 mein Kopf. Ah. Wo bin ich? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Warum ist es hier so dunkel? Hallo? Hallo? Ich muss mal... Good.
Sehr gut sogar. Keule hier, du machst echt Fortschritte hier. Dein Flügelschlag hier, der ist schon viel ruhiger und auch irgendwie ausgeglichener. Ja, findest du? Ach, das ist unübersehbar hier. Ich denke, du könntest jetzt ruhig mal wieder einen Blick nach unten wahren, oder? Meinst du? Ja, unbedingt. Hier, sonst bauen sich die Ängste wieder auf. Was, das willst du doch auch nicht. Schau mal nach unten. Na schön, ich versuch's. Du musst die Augen schon aufmachen, sonst zählt's nicht. Das ist ein Friedhof! Das ist ein Friedhof! Du Arschloch, du gottverdammtes Arschloch! Das ist ein Friedhof, das hast du extra gemacht, damit ich einen Herzinfarkt krieg! Hab ich nicht. Hast du wohl? Hab ich nicht. Aber sicher hast du das, hast du wohl! Ich glaube, ich krieg wirklich einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich spür's. Das ist ein seltsamer Schmerz. Warte mal. Der ist im linken Flügel! Ich werd verrückt im linken Flügel! Großvater! Juhu! Wir sind's! Deine Erben! Großvater! Opa, wo bist du? Großvater! Opa, melde dich! Opa! Wir haben alles abgesucht. Er ist weg. Einfach verschwunden. Es ist ein Mysterium. Es ist, als sei er vom Erdboden verschluckt worden. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist sein Rollstuhl. Er ist von uns gegangen. Hey, dann erben wir endlich das Haus. Einschließlich der Wohnung von Frau Mövenpick. Die ist ja auch gerade ausgezogen. Kriege ich jetzt endlich Opas Zimmer? Okay, Leute, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Macht die Schranktür auf und lasst mich raus. Ich muss mal. Dringend. Hey, habt ihr gehört? Ihr sollt mich rauslassen, verdammte Brut. Was ist das denn? Oder ihr werdet allesamt enterbt. Okay, Leute, Spaß ist Spaß und Ernst ist Ernst. Ihr sollt den Schrank aufmachen und nicht in der Gegend rumfahren. Ihr habt es so gewollt. Ich pinkel in den Schrank. Ihr Schweine, macht die Tür auf, macht sofort den Schrank auf. Jetzt verstehe ich langsam, das wird wohl eine Überraschung, stimmt's? Habe ich Geburtstag oder sowas? Hey! Hallo! Aha. Wir fahren! Ihr habt den Schrank ins Auto gepackt. Wo fahren wir denn hier jetzt hin? Zum Klo? Oh, bergauf! Das schwankt ja so schön. Sind wir auf hoher See? Da könnte ich doch... Das war lustig. Das lasst mich aber endlich raus. Jetzt muss ich nämlich auch noch kotzen. Sollten wir nicht wenigstens die Polizei verständigen? Wieso denn? Großvater ist volljährig. Er wird schon wissen, was er tut. Er wollte eben mal ein bisschen verschwinden. Ist doch sein gutes Recht. Vielleicht hat er sich ja in seine Bestandteile aufgelöst. Alt genug dazu war er ja. Ich bin entsetzt über eure Gleichgültigkeit. Großvater ist von uns gegangen und ihr reißt schon wieder Behindertenwitze. Ich denke, ich werde die Angelegenheit den Behörden melden. Na schön, du bekommst Großvaters Zimmer und die Sache bleibt unter uns. Einverstanden. Nur wenn du noch seine Sammlung von pornografischen Stereoskopiefotos aus den 20er Jahren obendrauf legst. Ach, es geht doch nichts über eine Familie, die zusammenhält. Muss ich gar nicht mehr pinkeln. Das liegt daran, dass du keine menschlichen Bedürfnisse mehr hast. Du? Ja, ich! Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Du kannst auch Satan zu mir sagen. Du siehst jemanden sehr ähnlich, den ich persönlich kenne. Ja, das passiert mir öfter. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Wo bin ich?
Wieso muss ich auf einmal nicht mehr pinkeln? Du bist in der Hölle! Und du musst nicht mehr pinkeln, weil du tot bist. Hm? Tote pinkeln nicht. Das ist die Hölle? Nur der Eingangsbereich. Du befindest dich sozusagen in der Diele des Jenseits. Wo ist mein Rollstuhl? Ich brauche meinen Rollstuhl. Du brauchst keinen Rollstuhl mehr. Steig aus deinem Sarg und wandle. Ist das dein Ernst? Versuch's. Na schön. Aber wenn ich mich auf die Fresse lege, bist du schuld. Das ist ja unglaublich. Ich kann gehen. Ich habe meine Beine wieder. Das ist noch gar nichts. Guck mal in deine Hose, was du sonst noch alles wieder hast. Moment mal. Du meinst doch nicht etwa... Nein, ich meine yes. Du meine Güte, was für ein Prachtexemplar. Der gehört mir ganz alleine. Alle 30 Zentimeter. Du wirst dich noch wundern, was du alles kannst. Ja, super, Satan. Ich hatte mir die Hölle ganz anders vorgestellt. So mit viel mehr Schmerz und Qual. Die Temperaturen sind auch auszuhalten. Wir haben das ganze Jahr über durchgehend 24 Grad. Tja, das ist die ganze schlechte Publicity durch die Weltreligion. Ist gar nicht so übel hier unten. Wir haben eine Dampfsauna mit 10.000 nymphomanischen Krankenschwestern. Tatsächlich? Für die brauchst du mindestens 30 Zentimeter. Soll ich dir jetzt mal die Asservatenkammer mit all den Drogen zeigen, die wirken wie die richtigen, aber nicht süchtig machen? Ja. Liebes Diktaphon-Tagebuch. Die Herzenskälte, mit der meine Familienmitglieder das Verschwinden Großvaters hinnehmen, schockiert mich. Ich selbst hingegen werde nichts unversucht lassen, ihn wieder in den Kreis der Familie zurückzuholen. Jawohl, liebes Tagebuch, ich werde das Unmögliche und leider auch von der Gesetzgebung noch Tabuisierte wagen. Ich werde einen neuen Großvater klonen. Hier in seinem ehemaligen Zimmer habe ich ausreichend DNA-Material von ihm gefunden. Eine Urinprobe für den Arzt, einen abgeschnittenen Fußnagel, ein Büschel Sackhaare und ein vollgehustetes Taschentuch mit eingetrockneten Blutresten. Ich praktiziere diese DNA nun in unserem Mixer und, atomisiere sie gründlich.
Atomisierung ohne nukleare Zwischenfälle vollzogen. Ich füge nun etwas getrocknetes Sperma von mir selbst hinzu, um dem Gencocktail diesen gewissen jugendlichen Pep zu verleihen, den Großvaters DNA leider vermissen lässt. Ich schätze, aus dieser brisanten Mixtur ließe sich eine Armee von Klonkriegern schaffen, um den nächsten Krieg der Sterne zu gewinnen. Nun muss ich sie nur noch meinem Versuchskaninchen eintrichtern. Oder sollte ich besser sagen, meinem Versuchshund? Ich habe unseren neuen geerbten Hund Peppi dazu auserkoren. Seine Lebensgeister wurden mit 25 Tassen Espresso stimuliert. Er kann es kaum erwarten, das Nobelpreisverdächtige Gebräu in sich aufzunehmen, um sich danach in einen neuen, einen besseren Großvater zu verwandeln. Ich muss vorher nur noch diese Autobatterie an ihn anschließen, mit der ich... Hallo Junge, hör mal, gleich kommen ein paar Leute, um sich die Mövenpick-Wohnung anzugucken. Ich muss zum Friseur. Kannst du dich darum kümmern? Natürlich, Mutter. Tief in mir schlummert ein Wohnungsmakler, der nur einmal von der Leine gelassen werden muss. Wahrscheinlich ist die Wohnung schon vermietet, bevor deine mit traumwandlerischer Geschmacklosigkeit ausgewählte Strähnchenfarbe getrocknet ist. Ja, vermutlich. Sag mal, Junge, was treibst du hier eigentlich? Es handelt sich um ein wissenschaftliches Experiment, nachdem man das Besteck der traditionellen Gentechnologie vermutlich neu sortieren muss. Die Sorte Experiment, nach deren Urhebern Straßen benannt werden, falls du verstehst, was ich meine. Und warum ist der Hund gefesselt? Ich fürchte, aus sadistischen Motiven, Mutter. Ah ja, dann bis später. Endlich allein. Soll ich dir zuerst die atomisierten Gene eintrichtern oder dich an die Autobatterie anschließen? Was wäre dir lieber, Peppi? Ah, Mist. Tut mir leid, Peppi. Ich kann mich erst später um dich kümmern. Keine Angst. Fortsetzung folgt. Wir kaufen nichts. Wir wollen nichts verkaufen. Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad, renovierter Altbau. Sind wir da richtig? Ach so, das ist natürlich was anderes. Mahlzeit. Noch gehört die Wohnung meinen Eltern, aber eines Tages erbe ich die sowieso. Und wenn mein Vater weiter so viel säuft und meine Mutter so viel qualmt, dann kann das nicht mehr allzu lange dauern. Ihr sprecht also sozusagen mit eurem künftigen Vermieter. Seid also vorsichtig, was ihr sagt. Ach übrigens, ihr seid doch nicht etwa schwul oder sowas. Nein, also wir... Ach du mit deiner ewigen Heimlichtuerei. Ja, wir sind schwul und das ist gut so. Ach tatsächlich? Ihr steckt euch den Finger in den Po und so Sachen? Bäh. Aber damit das mal von vornherein klar ist, ich bin hetero. Bei mir läuft da nix. Macht euch also keine Illusionen. Ich bück mich in eurer Gegenwart nicht nach der Seife. Komm, wir gehen. Nun warte doch mal. Guck mal, die Wohnung ist wirklich zauberhaft. Tja, leider. Na kommen Sie schon. Wir werden schon noch warm miteinander. Im Moment, aber mit ein bisschen rosa Farbe und ein paar Plüschsofas kriegt ihr das schon auf eurem Geschmack hin. Hm? Man sagt, der Geist von Frau Mövenpick ginge hier um. Aber das kann so aufgeklärte Zeitgenossen wie euch sicher nicht erschrecken. Na egal. Musik jedenfalls immer auf Zimmerlautstärke. Das gilt auch für Orgien, ist das klar? Wir betreten nunmehr das Schlafzimmer. Der normale heterosexuelle Verstand ist nicht in der Lage, sich das ganze Ausmaß der blasphemischen Gruppensexrituale auszumalen, die hier stattfinden werden. Das unschuldige Weiß der frisch getünchten Wände täuscht.
Was werden diese Wände zu sehen bekommen? Gut, dass Wände nicht erzählen können, nicht wahr? Das Badezimmer. Oh, ja, schön. Ein Feuchtgebiet der Sonderklasse, wie geschaffen für ausgelassene Natursektspiele. Das ist die Badewanne. Der eine von euch kann sich ja dann so über den Rand beugen, während der andere von hinten... Na, ihr wisst schon. Oh, ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Wir betreten nunmehr das ehemalige Kinderzimmer. Irgendwie ein melancholisch stimmender Anblick, nicht wahr? Niemals wieder wird ausgelassenes Kinderlachen das Vakuum dieses Raumes füllen. Toter Raum. Inbegriff einer hoffnungslosen Liebe, der die wahre Erfüllung durch die erbarmungslosen Grenzen einer blinden Biologie verwehrt wird. Wie ein Mahnmal steht dieser leere Raum da. Stellvertretend für all die Millionen Spermien, die ihr Leben auf unfruchtbarem Acker aushauchen. Das Grabmal der unbekannten Spermie. Sozusagen stellvertretend für die Leere einer Beziehung, der das Wunder der Geburt, die Freuden der Vaterschaft, Weitergabe des Erbguts versagt bleibt. Jetzt langt's aber. So, jetzt mal Klartext. Wie ist das mit der Miete? Kalt oder warm? In eurem Fall natürlich warm. Peppy? Peppilein, ich bin wieder da. Peppi, Peppi. Ich wusste ja, dass Hunde gerne aus der Kloschüssel trinken. Aber dass sie drin baden, war mir unbekannt. Nun aber genug amüsiert. Die Autobatterie wartet. Oh Mann. Habe ich mir die Hölle anders vorgestellt. Viel unangenehmer. Nicht mal die kochende Lava macht mir was aus. Im Gegenteil. Ich finde es angenehm. Das liegt daran, dass du tot bist. Ihr kann nichts mehr was anhaben. Ich dachte immer, sterben ist scheiße. Ach was. Vorausgesetzt natürlich, du kommst in die Hölle und nicht in den... Na, du hast schon. Du meinst, in der Hölle ist es besser als im Himmel? Kommt drauf an, was du bevorzugst. Wenn du auf sexuelle Enthaltsamkeit, Antialkoholismus und öffentlich-rechtliches Fernsehen stehst, dann ist der Himmel sicher die Sache für dich. Du meinst, die haben da oben nur 3 Programme? 1. Schwarz-Weiß. Und wie viele habt ihr? Keine Ahnung. Bei 5 Millionen habe ich aufgehört zu zählen. Wir haben die größte Satellitenschüssel des Weltalls. Wir können sämtliche Programme des Universums empfangen. Prost!
Wolltest du mal einen haarigen Wurstgurgler-Pornofilm vom Planeten Knarks sehen? Das sind haarige Wurstgurgler vom Planeten Knarks? Genau. Interessant. Du machst dir ja keinen Begriff davon, wie ich Großvater vermisse, Peppy. Es ist schön, dass du meine Erinnerungen an ihn teilen willst. Da sind wir gerade in Belgien. Siehst du das Atomium, Peppy? Ah, Brüssel. Und das war, warte mal, Berchtesgaden. Nein, klar, Wuppertal. Siehst du den grauen Fleck da oben? Das ist die Schwebebahn. Wusstest du, dass Wuppertal die einzige Schwebebahn der ganzen Welt besitzt? Tja, da staunst du was, Peppy. Großvater und ich sind mächtig rumgekommen in der Welt. Da sind wir im Braunkohleabbaugebiet von Kerpen-Gürzenich. Aber was du nicht sehen kannst, ist der größte Braunkohlebagger Europas. Du kannst ihn nicht sehen, weil er in der Talsenke unter uns steht. Oh, hoppla. Das ist ein Foto von meinem ersten Samenerguss. Es gehört eigentlich gar nicht hierher. Du kannst es dir aber gerne ansehen, wenn du möchtest. Ich habe zur Sicherheit ein Dia gezogen, um den Anblick der Nachwelt zu erhalten. Ups, das ist noch ein Foto von meinem ersten Samenerguss. Aus einer anderen Perspektive. Ich habe es aus einem tieferen Blickwinkel geschossen, auf körnigerem Material. Ah, da bin ich wieder mit Großvater. Das war die Eröffnung des Getränke-Großmarktes im Industriegebiet. Siehst du die Flasche Mineralwasser unten rechts? Die gab's für jeden Besucher gratis. Und das ist... Nein, das ist nicht, was du jetzt wieder denkst, Peppy, sondern ein Stalagmit. Das war im Sauerland in einer Tropfsteinhöhle. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Das erinnert mich an was. Aber das liegt so weit zurück, dass ich nicht mehr weiß, was es war. Wir betreten nunmehr, meine Herrschaften, die Vorhöhle unseres Tropfsteinlabyrinths. Sie wurde 1834 von dem Schafhirten der Gemeinde entdeckt, der daraufhin die kleine Kapelle errichtete, die Sie am Eingang der Grotte sehen können. Durch die Verdunstung des tropfenden, kalkreichen Wassers entstanden hier im Laufe der Jahrmillionen bizarre Gebilde aus Kalkspat, auch Stalaktiten oder Stalagmiten genannt. Diese unergründliche Laune der Natur hat dieser Höhle zu ihrem Namen verholfen. Sie heißt nach dieser Skulptur hier und mit ein bisschen Fantasie kommen Sie selber drauf, was sie darstellt. Ja, junger Mann? Die Schrecken der Syphilis? Nicht? Nein, nein, nicht. Das ist natürlich die Jungfrau Maria mit ihrem Kind. Natürlich. Jetzt, wo Sie es sagen, sehe ich es auch. Was ist noch mal jetzt genau die Jungfrau und was ist das Kind? Das hier ist die Jungfrau Maria und der Knubbel da. Das ist das Jesuskind. Folgen Sie mir nun bitte in die Hauptgrotte. Sag mal, Opa, erinnert dich das nicht an etwas? All diese herunterhängenden, tropfenden... Stalagmiten. Stalaktiten. Was? Stalaktiten. Stalagmiten sind die, die von unten nach oben wachsen. Die von oben nach unten hängen, sind Stalaktiten. Das kann man sich ganz leicht merken, wenn man Statiten Titten sagt. Stalaktiten. Verstehen Sie? Große, ich habe verstanden. Hände. Folgen Sie mir nun... In das Lachkabinett des Dr. Dildo. Entschuldigung, kann ich doch nichts für, wenn hier alles so aussieht wie... Die sieben Zwerge. Das ist die Grotte der sieben Zwerge. Ah ja, die sieben Zwerge. Jetzt muss ich sagen, sehe ich es auch. Das da ist Hatschi, das ist Schlafmütz, das da ist Brummbär... Und der mit der Erektion ist wahrscheinlich... Wir befinden uns hier in der viertgrößten Tropfsteinhöhle Europas. Manche der Tropfsteine erreichen eine Länge von 170 Zentimetern. Der größte von ihnen bringt es sogar auf stolze 2,30 Meter. Damit gehört er zu den längsten Pimmeln der Welt. Oh!
Stalagmiten, wollte ich sagen. Stalaktiten. Das war einfach zu köstlich, Peppy. Was treibt ihr denn da schon wieder im Dunkeln? Wir schwelgen in Erinnerungen, Mutter. Statt wie der Rest der Familie das Gedenken an Großvater zu verdrängen, beschwöre ich unsere gemeinsame Vergangenheit mit ihm herauf. Und statt hier zu beschwören und Pralinen zu fressen, könntest du mal ein bisschen an der gemeinsamen Hausarbeit teilnehmen. Hol mal die Kartoffeln hoch. Und wer foltert so lange den Hund? Raus! Ich lass dir so lange das Bild von meinem ersten Samenerguss stehen, Peppy. Das kann man sich gar nicht oft genug ansehen. Runterbringen. Aber natürlich, Mutter. Das ist eine meiner selbstverständlichsten Pflichten. Soll ich danach auch noch die Toilette mit der Zahnbürste putzen oder die Kellertreppe mit meiner Zunge sauber lecken? Nun stell dich nicht so an, Junge. Nur weiter so, Mutter. Wusstest du, dass derlei erniedrigende Tätigkeiten als Grund dafür angenommen werden, dass weltweit immer mehr Jugendliche sinnlose Massaker in öffentlichen Gebäuden veranstalten? In Tateinheit mit den gewaltverherrlichenden Videospielen, die ich auf regulärer Basis mit ständig wachsender Suchttendenz konsumiere, könnte das zu einem Trauma führen, in dem ich... Jetzt mach endlich, sonst versohle ich dir den Hintern. Ah ja, Totschlagargument Kindesmisshandlung. Was kommt als nächstes? Verkauft ihr mich zur Kinderarbeit an eine Teppichknüpffabrik in Afghanistan? Oder als Organspender an eine Mafia-Klinik in Sibirien? Ich bin anscheinend der Einzige in dieser Familie, der sich Sorgen um meine psychologische Entwicklung macht. Unter diesen Voraussetzungen könnte ich mir eine Karriere als Serienkiller durchaus vorstellen. Oder ich ende auf dem Bahnhofstrich. Aber derlei frühe Hilferufe werden ja gerne überhört. Und schließlich stehen alle um die jugendliche Leiche mit der Überdosis herum. Das musste ja mal gesagt werden. Peppy, ich bin wieder da. Wir könnten unseren heiter-melancholischen Bummel auf der Straße der Erinnerung nahtlos an der Stelle fortsetzen, an der ich von einem blindwütigen Schicksal, oder sollte ich besser sagen, von einem faschistoiden Unterdrückungssystem, wie man es sonst nur noch aus gewissen Bananenrepubliken kennt, von dir losgerissen und zur Kinderarbeit gezwungen wurde. Peppy? Dinge geschehen in der letzten Zeit, liebes Diktaphon-Tagebuch. Zuerst verschwindet Großvater, dann Peppy und ich hatte heute schon 4 Erektionen, die nur vom Geruch von Schuhwichse verursacht wurden. Bisher überzeugter Atheist und Anhänger eines streng wissenschaftlichen Weltbildes war, fürchte ich nun, dass da höhere Mächte am Werk sind. Nun, dies ist kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen und katholisch zu werden. Im Gegenteil, ich bin entschlossen, diesen Mächten von vornherein offensiv entgegenzutreten.
Gott ist tot. Gott ist schwul. Gott hat keine Haare am Sack. Der erwartete Gottesbeweis, liebes Tagebuch, ein Blitzschlag oder eine Sintflut ist ausgeblieben. Aber diese höhere Macht ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, gerne in Talkshows aufzutreten. Nun gut, sie zwingt mich damit, nur andere Seiten aufzuziehen. Du hast es so gewollt, höhere Macht! Komm, Mädels, lass mal gut sein. Ich kann nicht mehr. Ist gut. Nun, wie ist der tägliche Sex in der Sauna mit 10.000 nymphomanischen Krankenschwestern? Och, ich kann nicht klagen. Sag mal, ist das eigentlich normal, dass ich hier unten 500 Mal hintereinander kommen kann? Nein, normal sind 1.000 Mal. Das liegt sicher daran, dass ich noch etwas eingerostet bin. Sicher, das legt sich. Etwas Kaviar? Och nö, ich hatte schon Kaviar vor der Sauna. Also ich find's toll, dass man hier unten mit nackten Füßen auf glühender Kohle rumlaufen kann, ohne sich zu verbrennen. Tja, die meisten Leute haben nur Angst vor der Hölle, weil sie die Schmerzen fürchten. Dabei gibt es hier unten gar keine Schmerzen mehr, weil man tot ist, wenn man in die Hölle kommt. Dabei fühle ich mich gar nicht tot. Im Gegenteil, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Aber du bist tot. Das musst du endlich akzeptieren. Sieh doch einfach mal die guten Seiten daran. Du brauchst nie mehr zu frieren, dich niemals mehr rasieren, musst nie mehr Schlange stehen, nie mehr zum Lokus gehen. Du brauchst nicht mehr zu scheißen und Klopapier abreißen und auch das Arsch abputzen, hat Tod gar keinen Nutzen. Denn du bist tot, du bist tot, du bist tot und das ist gut so. Ja, ist was Wahres dran. Denn wer ist tot, wer ist tot, wer ist gut, tot? So. Du brauchst nicht mehr zu spülen, im Schlussverkauf zu wühlen, brauchst nie mehr Bus zu fahren und nie mehr Bau zu sparen. Du brauchst nie mehr zu duschen, vor keinem mehr zu kuschen, brauchst nie mehr Müll rausbringen, die Wäsche auszubringen, denn du bist tot. Denn ich bin tot. Ich bin tot. Und das ist gut so. Sind das für Klamotten? Bist du jetzt auch noch schwul geworden? Das ist eine Robe, Mutter. Ich beschäftige mich mit schwarzer Magie. Da spielt die vorschriftsmäßige Bekleidung eine wichtige Rolle. Schwarze Magie? Ich musste leider einsehen, dass ich bei meinen Versuchen, Großvater zurückzubringen, mit naturwissenschaftlichen Mitteln an meine Grenzen geraten war. Nun versuche ich es mit den Grenzwissenschaften. Ich gedenke, eine schwarze Messe zu zelebrieren. Ja, das tu nur, Junge.
Immer noch besser, als schwul zu werden. Sag mal, hast du irgendwo Peppi gesehen? Er soll in meiner schwarzen Messe eine tragende Rolle spielen. Jetzt mal ganz an dem Thema hier. Triebwerke. Wie was? Triebwerke? Verstehe ich nicht. Flugzeugtriebwerke! Zwar wusstest du, dass man vermutet, dass Flugenten gelegentlich in Triebwerke geraten? Nein, wusste ich nicht. Na, natürlich. Hier, es gibt keine Beweise, weil ein paar Enten in einem riesigen Flugzeugtriebwerk keine Spuren hinterlassen. Klar, ne? Bis auf ein paar Federn und ein bisschen Flugentenhirn an den Wänden der Turbine. Ja, mit Flugentenhirn dürfte es ja bei dir keine Probleme geben. Wir fliegen doch viel zu tief für Flugzeuge. Hier gibt es keine Triebwerke, verstehst du? Hast du das da eben gesehen? Ja klar, das war ein Hund an einem roten Luftballon. Auf unser Raumschiff kommt. Ah ja, und was machen wir mit ihm? Dasselbe, was wir mit allen machen. Wir geben ihm psychedelische Drogen vom Planeten Wirkstrumpf und dann stecken wir ihm unsere langen Tentakelfinger. Du weißt schon. Ah ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Peppi? Peppi, wo bist du denn? Ich könnte mir eine schwarze Messe ohne dich überhaupt nicht vorstellen. Stimmt, das brauchen wir auch noch. Peppi! Peppilein, komm raus! Komm raus, wo immer du steckst! Und wirken die psychedelischen Drogen schon? Ja, er bildet sich jetzt ein, er habe drei Hintern. Dann sollten wir beginnen. Genau. Sei gegrüßt, Vater. Hast du vielleicht Peppi irgendwo gesehen? Nein, schon länger nicht. Sag mal, wie läufst du eigentlich rum? Das ist eine Robe, Vater. Ich möchte mit Peppi eine schwarze Messe zelebrieren. Ich gedenke, ihm bei lebendigem Leib das Herz herauszuschneiden, sein Blut zu trinken und ihn dem Satan zu opfern. Ach so, dann ist ja gut. Ich dachte schon, du wärst schwul geworden. Du bist ein Glückspilz, Erdling. Ja, du wirst der erste Bewohner deines Planeten sein, der Sex mit einem haarigen Brustgurgler vom Planeten Knarks hat, der eine längere sexuelle Abstinenz hinter sich hat. Er ist ausgehungerter, als ich dachte. Hallo, Schwesterherz. Hast du Peppi irgendwo gesehen? Nee, hab ich nicht. Sag mal, wie läufst du denn rum? Ich bin schwul geworden. Ach so, ich dachte schon, du willst eine schwarze Messe zelebrieren oder sowas. Ziemlich mitgenommen zu haben. Ja, das ist jetzt schon die 12. Zigarette danach, die er gerade raucht. Dann sind wir 50 Millionen Lichtjahre gereist, um ihn unsere Tentakelfingern, du weißt schon, und ihn zum Sex mit einem haarigen Wurstgurgler zu zwingen. Es fällt mir gar nichts mehr ein. Tja, mir auch nicht. Dann schmeißen wir ihn wieder raus. Was war denn das? Das war ein Hund ohne Luftballon.
Da bist du ja endlich, Peppi. Ich hab dich überall gesucht. Wir haben wichtige Dinge zu erledigen, mein treuer Freund. Bist du bereit, dem Leibhaftigen selbst ins Gesicht zu blicken? Und wie findest du meine schicke Mönchskutte? Findest du, ich sehe schwul aus? Hallo, Taxi! Schnell, folgen Sie dem Wagen! Sag mal, willst du mich verarschen? Sie sagen es, fahren Sie mich zum Friedhof. Du blöder Kaffer! Hast du deinen Führerschein in der Baumschule gemacht? Haben Sie das gesehen? 6 Türken in einem Ford Capri, aber bei Gelb über die Ampel. Wir sind doch hier nicht auf dem Beduinenpfad. Soll ich Ihnen sagen, was ich mit denen machen würde? Alle in eine große Kiste Knoblauch drauf und ab nach Istanbul! Hey, oh. Alte, beweg deinen Arsch, grüner wird's nicht! Bummst wahrscheinlich wie Bolle, aber kann das Gas nicht vom Bremspedal unterscheiden. Da auf der Ecke können Sie halten. Na, endlich. Macht 84. Bitte passend. Augenblick. Danke, Wiedersehen. Hey, Moment mal! So, dann wollen wir endlich mal den formellen Teil erledigen, mit dem du ganz offiziell ein Mitglied der Höllengemeinde wirst. Wir nennen das die Feuertaufe. Ist ja auch schön warm? Ist auszuhalten. Es sind nur ein paar Fragen, aber die haben es in sich. Nummer 1. Wer spielte den Teufel in dem Film Angel Heart? A. Mickey Rourke. B. Mickey Rooney. Oder C. Mickey Mouse. Keiner davon. Mickey Rourke spielte die Hauptrolle, aber nicht den Teufel. Den spielte Robert De Niro. Sehr gut. Das war eine Fangfrage, stimmt's? Ich habe nicht behauptet, dass es einfach wird. Nächste Frage. In welchem Song rief der englische Rockmusiker Mick Jagger dazu auf, mich sympathisch zu finden? A. Sympathy for the Devil. B. Sympathy for the Evil. Oder C. Sympathy for Evil Knievel. A. Sympathy for the Devil. Genau. Guter Song. Nächste Frage. Der Teufel scheißt immer worauf? Auf den größten Haufen. Richtig. Durch welche Rolle wurde nicht nur Gustav Gründgens, sondern auch Klaus-Maria Brandauer weltberühmt? Die des Mephisto. Richtig. Wenn auf eine Nadelspitze genau 11.111 Engel passen, wie viele Teufel passen dann in eine Tiefkühltruhe? Was? War nur eine Scherzfrage. Im Ernst jetzt. Was tun Satanisten besonders gern? A. Wein trinken. B. Blut trinken. Oder C. Kuchen essen. Blut trinken. Jawohl, das war's. 100 Punkte. Jetzt nur noch ein paar Formalitäten. Konfession? Was? Welcher Religion gehörst du an? Na, keiner. Ich bin Atheist. Du bist Atheist? Ja, und? Ist das ein Problem? Tut mir leid, aber wir haben unsere Vorschriften. Hey, komisch. Plötzlich glaube ich an alles Mögliche. Wenn ich ans Jenseits glaube, muss draußen bleiben. Hab ich gesagt Atheist? Das hast du falsch verstanden. Ich habe gesagt Antichrist. Ich glaube an den Antichrist. Ich glaube an alles. Du nennst mir was und ich glaube dran. Weihnachtsmann, Osterhase, grüne Männchen, Leute, die Finger in Popo stecken. Autsch. Heil Satanas! Du hättest auf ewig in der Sauna der 10.000 nymphomanischen Krankenschwestern rumnageln können. Aber nein, du musst ja einer von diesen kommunistischen Schlauköpfen sein. Ich bin kein Kommunist! Genau, das ist dein Problem. Du glaubst an gar nichts. Mach's gut, Alter. Hey, komisch. Plötzlich glaube ich an alles Mögliche. Nenn mir eine Weltreligion. Ich trete ein. Kann auch eine kleinere Religion sein. Irgendeine Sekte. Scientology. Ist Scientology okay? Oder meinst du mehr das okkulte Zeug? Satanismus oder so? Wir könnten unsere eigene Sekte gründen. Ich schlachte auch Hühner und trinke Tierblut und so Sachen. Wir wären ein super Team. Wir zwei. Was? Satan. Satan, wir zwei. So, Peppi,
gekommen. Und haben Glück, im Pfarramt brennt noch Licht. Bevor ich mit meiner schwarzen Messe beginnen kann, muss ich reinen Gewissens sein. Hallo, Herr Pfarrer. Sind Sie da? Ja, was ist denn noch? Du schon wieder? Um die Zeit? Ist was passiert? Und warum ist der Hund gefesselt? Herr Pfarrer, ich habe gesündigt. Und? Ich habe gefurzt, Herr Pfarrer. Ja und? Wie ja und? Ist doch eine Todsünde. Der Fahrschein zum Satan. Ewige Verdammnis und so weiter. Wie kommst du denn darauf? Na, das steht doch in den 4 Geboten. 10! Es sind 10 Gebote! Oder 10, da steht es jedenfalls drin. Du sollst nicht furzen. Hatten wir doch in Rallye. Unfug! Ich werde doch wohl wissen, was in den 10 Geboten steht! Nimm sie mal her, die Schwarte! Keine Götter neben mir. Kein Falschzeugnis ablegen. Nicht begehren deines Nachbarn hab und. Tatsächlich. Kein Wort über Furzen. Also ich hätte schwören können. Soll das heißen, dass ich gar keine Sünde begangen habe? So ist es wohl. Ja, da leck mich doch am Arsch. Hey. Boah, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Da habe ich doch die ganze Zeit gedacht, dass mich der Blitz beim Scheißen trifft. Dann brauche ich wohl auch keine 50 Vaterunser runterzuleiern. Hey, nein. Leider nicht. Ja, super. Dann komme ich ja noch pünktlich zur Messe. Gott sei Dank. Ach, übrigens, Herr Pfarrer, Sie haben da noch eine Hostie an der Backe. April, April. Dies ist der Platz. Dies ist der Ort, an dem Großvater verschwunden ist, den du, Satanas, in dein dunkles Reich geholt hast. Wir nehmen das letzte Donnern mal als Bestätigung unserer leicht abergläubischen Mutmaßung. Wir bieten dir im Tausch das Leben dieses blutjungen, Mischlings ohne nennenswerten Stammbaum gegen das Leben unseres Großvaters. Tut mir leid, Peppy. Das ist wirklich nichts Persönliches. Du weißt, wie ich dich als treuen Gefährten geschätzt habe. Aber Blut ist dicker als Wasser, wenn du verstehst, was ich meine. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich dir gleich bei lebendigem Leib das Herz auf der Brust schneide. Das tut mir bestimmt mehr weh als dir. Heil, Satanas! Ich schleife die Klinge besonders gründlich, damit es schnell und präzise geht, Peppy. Es ist ganz wichtig, dass ich die Aorta nicht verletze, damit das Herz noch schlägt, während ich es im Mondlicht dampfend dem Gehörnten opfere. Schön, ich habe Nietzsche gelesen, aber macht mich das gleich zu einem Atheisten. Satan! Satan! Das müsste reichen. Kommen wir zur Sache. Mein Gott, bin ich nervös. Ist schließlich meine erste schwarze Messe. Bist du auch so nervös, Peppy? Aufwärts! Verdammt, du meinst es ernst. Gib Satan wieder zurück nach oben, in den Rollstuhl. Was wird aus meinen 30 Zentimetern? Ich will nicht leben! Ich will nicht leben! Da. Das Zittern hat aufgehört. Eine eiskalte Ruhe überkommt mich. So muss sich ein Gehirnchirurg fühlen, kurz vor dem entscheidenden Schnitt. Keine weiteren Unterbrechungen mehr, Peppy. Scheiße! Ich fühle meine Beine nicht mehr. Und was ist das für ein komisches Gefühl in der Unterleibsgegend? Oh nein! Ich muss mal! Heil, Satanas! Peppy, wenn du deine Rückenmuskeln weiter so verkrampfst, machst du weder dir noch mir die Sache leichter. Nun entspann dich endlich, Peppy. Ich muss mal! Hat da jemand was gesagt? Ich muss mal! Großvater? Bist du das, Opa?
Kennst du sonst noch jemanden mit einem künstlichen Darmausgang? Großvater! Mensch, Opa, wo warst du denn die ganze Zeit? Hier drin? Ah, es war die Hölle, mein Junge. Die Hölle. Sag mal, wie läufst du eigentlich rum? Bist du schwul geworden oder sowas? Folgendes Horrorszenario. Durch eine Kette von unvorhersehbaren Zufällen hat die Crew eines Passagierflugzeuges die Gewalt über die Maschine verloren, die sich nun in rapidem Sinkflug befindet. Da kreuzt sie die Flugbahn von zwei ahnungslosen Flugenden. Halt die Fresse. Halt nur ein einziges Mal bitte die Fresse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die vorgesehene Flughöhe nunmehr erreicht. Also ich finde es nett, dass Großvater uns nach all dem einen gemeinsamen Urlaub spendiert hat. Wenn du ihn so nett findest, kannst du ihm ja immer die Urinbeutel wechseln. Tot war er mir lieber. Wo ist denn eigentlich Peppy? Wer hat denn sich um den Hund gekümmert? Ich natürlich. Der ist vorschriftsmäßig angeleint. Wir werden sogleich mit dem Verteilen der Getränke beginnen. Anschließend starten wir das Filmprogramm. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Angeschnallt in der Touristenklasse einen Film mit Hugh Grant gucken müssen. So stelle ich mir die Hölle vor. Du hast ja gar keine Ahnung, Kleino. Ach komm, Opa. Du glaubst doch etwa nicht immer noch, dass du in der Hölle gewesen bist. Du warst ohnmächtig, das ist alles. Kann sein. Aber wenn das ein feuchter Traum war, dann war es der beste, den ich je hatte. Lässt du mich mal vorbei? Was hast du vor? Nur mal die Beine vertreten. Entschuldigung. Ist das hier der Videorekorder für die Filmvorführung? Ja, mein Kleiner. Was zeigt dir denn so für Streifen? Das Concorde Inferno, Turbulenz 2, in Castaway mit Tom Hanks gibt es eine sehr beeindruckende Absturzszene, in der... Nein, ich fürchte, so etwas haben wir nicht dabei. Wir zeigen ein ausgewogenes Familienprogramm für Jung und Alt. Was Sie nicht sagen. Stabile Fluglage, gutes Wetter. Ich schalte auf Autopilot und gehe mal pickeln. Oh, ich muss auch mal. Na, und wenn uns in der Zwischenzeit eine Flugente ins Triebwerk fliegt? Oh, hier gibt es keine Flugente. Eigentlich muss ich gar nicht pinkeln. Ich will nur mal eine Qualm. Tja, wem sagst du das? Du meine Güte. All die vielen Knöpfe. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Flugkapitän. Sie werden sich jetzt sicher über meine jugendliche Stimme wundern, aber ich bin der jüngste Kapitän in der Geschichte der Luftfahrt. Das ist doch... Oh Gott. Ich darf Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass die depressiven Schübe, unter denen ich in der letzten Zeit gelitten habe, dank der neuen Medikamente deutlich nachgelassen haben. Meine Selbstmordfantasien sind nunmehr im durchschnittlichen Bereich. Tja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Dass Ihnen bei einem Absturz aus dieser Höhe die läppischen Schwimmwesten auch nichts mehr nützen, wissen Sie ja. Wenn man mit ein paar hundert Stundenkilometern aus 8000 Metern Höhe auf die Erde kracht, da hilft auch kein Anschnallen. Sie können also ruhig während des ganzen Fluges unangeschnallt bleiben. Die Fluglage ist stabil, das Wetter ist gut und... Aber was ist das? Ich sehe einen Schwarm Flugenten auf uns zukommen. Ich muss sofort ein Ausweichmanöver vollziehen. Festhalten! Ja, was ist denn hier los? Na, warte, du Bengel, Bengel! Hey, was soll das? Da muss allen das Leben gerettet werden, hier auf dem Klo eine Qualm wart. Das Aua! Das hat noch ein Nachspiel! Aua! Ich verklage Ihre Gesellschaft wegen Kindesmisshandlung! Oh, meine Güte, das war knapp. Allerdings, ich gebe das Rauchen auf. Wir zeigen ein ausgewogenes Familienprogramm für Jung und Alt. Hui, das Filmprogramm fängt an. Hä? Fick und Fotzi, die beiden lesbischen Stewardessen im Bumsbomber nach Bangkok? Was? Das soll ein Film mit Hugh Grant sein?
Lassen wir uns doch einfach überraschen. Sag mal, wie tief sind wir eigentlich gesunken? Auf 400 Meter. Was? Na, dann nichts wie Rauch. Hier unten gibt's Flugenten. Hier, sag mal, wusstest du, dass die Autofahrt zum Flughafen wesentlich gefährlicher ist als jeder Linienfluch, statistisch gesehen? Meine Rede hier. Fliegen ist die sicherste Fortbewegungsmethode überhaupt. Endlich wirst du vernünftig. Hier, wenn man bedenkt, wie viele Flugzeuge täglich sicher starten und landen, hier kommt man sich richtig lächerlich vor mit seiner Flugangst, gell? Hier sag ich doch, du kannst fliegen. Genieß es endlich. Ja, ich bin ein Vogel. Verdammt nochmal, ich bin ein echter Vogel hier. Oh, ich kann fliegen. Richtig, sag es. Ich kann fliegen. Ja. Ich kann fliegen! Hier, guck mal, jetzt Rückenlage. Ja, richtig, du hast es geschafft. Du kannst fliegen. Oh!